Das sieht richtig gut aus. Habe ich noch so eine Sonnenbrille, so eine coole? Ich hätte noch eine Menge. Da. Oh, hier. Arbeitshandschuhe. Schwarze Lederhandschuhe. Schwarze Fingerlo. Boah, Junge! Ich bin ja sowas von bereit! Ich bin sowas von bereit! Ich könnte mir die Hose. So. Junge, ich bekomme schon den Funk rein. Ey, wie geil ist das denn? Ich fühle mich gerade wie. Ich bin selbst im. Frag mal. Oder weiß jemand, wo der steht? Wir haben eine Kontonummer. Er will das paar Geld, er will jetzt das Geld überwiesen wird. Lass mich mal auch gleich, welchen Funkkanal habt ihr? Lass mich da gleich mal rein, ne? Ja, dann vielleicht aus dieser angeblichen Gefahrenlage mal eine wahrscheinliche Gefahrenlage machen. Sie sehen ja richtig stylisch aus. Ich mich auch. Weil das ist nämlich hier mittlerweile kein Spaß mehr, glaube ich. Das ist kein Spaß mehr. Ihr sollt mich mal in den Funk lassen, damit ich ein bisschen koordinieren kann. Ich werde auf jeden Fall ein paar Officer in die Luft schicken. Ne? Wir werden da erstmal so eine Helikopterstaffel machen. Wir werden ungefähr zwei bis drei Helis abheben lassen. Ich würde zwei U-Boote nehmen. 5 Kampfjets. Und der Rest würde ich halt einfach. Panzer und der Rest ist Infanterie. Ich würde sagen, dass wir 30 Mann brauchen. 30 Mann ausgestattet mit dem Standardstuff. Ne? Jeder sollte auch einen Sunny-Kit bei sich haben. Schutzweste, Helm, Nachtsichtgeräte. Könnte sein, dass der Kampf auch noch bis in die späte Stunde geht. Kampfmesser. Genug Essen und Trinken. Aber jetzt soll Björn auch mal bitte was machen. Jetzt sollen die mal, die sollen nicht immer hier, haha, hihi, Angst und Terror. Die sollen jetzt hier reingehen und bitte mit einem Panzer reinschießen. Dann können wir was besprechen. So, ich will, keine Kommunikation mehr, keine Elektrogeräte. Ich will, dass die, nicht Panzer, okay, die haben wir. Aber ich will, dass die Handgranaten benutzen. Oder Granatwerfer. Ich will, dass sie die Zellen hier aufschießen. Das ist ja so cool. Das würde ich gar nicht mal so bejahen, tatsächlich. Fallschirmjäger? Boah. Ja. Die sind in den Helikoptern drin. Eine thermonukleare Bombe? Ja, um Gottes Willen, dann würde ich mich ja selber wegballern. So schnell kann ich ja gar nicht rennen. Wie groß der Radius ist. Drohnen sind eigentlich die neue. Also nicht mehr, jetzt mit, nicht mehr ganz, aber Drohnen sind immer der Hit. Moderne Kriegsführung. Vielen Dank für die 5 Monate, Tenshi. Wie viele Tesla-Panzer und Ninjas möchten Sie? Ich nehme einfach alle. Die Björns sind sowieso nach Lachnummern gegen Laser. Ja, ja. Hätten Sie nicht da Ihre AKs oder sowas, Ihre AKs, dann wäre ich. Ich brauche mal einen Waffenschein. Guck mal, also ich meine, das ist doch alles jetzt so. Ich hatte noch nie ein Delikt mit Waffen. Vielleicht ja, wir sind im State Prison. Das ist noch mal ein bisschen sicher. Vielleicht kann ich ja den Richter überzeugen, dass ich durch die Situation, in der ich immer ausgesetzt bin, dass das im Verhältnis einfach irgendwie doch. Beide. Nikita, wir bleiben hier unten. Wir bleiben hier unten, Nikita. Wir sichern Laser ab. Dann gehen Sie mal in Deckung, bitte. Scheiße. Laser in die Zelle, in Deckung. Ganz hinten an die Wand. Am besten hinten in der Ecke. Wollt ihr vielleicht auch ein bisschen in Deckung gehen? Ja, warte. Laser, wir gehen in eine andere Zelle. Komm mit. Wir gehen in eine andere Zelle. Komm mit. Wir gehen hier hinten. Wir gehen hier hinten in die Zelle. Mich. Oben, die kommen. Da fahren Autos vorne. Rein in die Zelle. Rein! Yeah! Oh, was ist das hier wieder? Mein Funkgerät ist ja aus. Da war ja was. Ja! Geil! RP! Ja! Der freut sich auch. Ballern! Dafür bin ich in den Dienst gegangen. Sehr gut.
Nikita, du hast vom Gerät an, ja? Ja. Gut, einfach nur mithören. Gut. Er ist hier bei mir, ich hab den in die hintere Zelle verbracht, einfach aus Deckungsgründen. Laser einmal in die Feuerräume. Ja. Das ist aber im... Ostermassaker! Vom Eise befreit, ich muss ganz ehrlich, sind Strom und Bäche durch des frühlingsholdenen Blick im Tale grüne Hoffnungsglück der Winter in eisiger Kälte zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur unmächtigen schauerkörnigen Eises. Ja, und wir haben hier keine Decke. Alles in Ordnung? Ich hab, ja, alles in Ordnung. Wir hatten im Oktober... Ich glaube, sie können sich ein bisschen nach die Bank setzen. Streifen über jetzt die grüne Flur. Durchatmen. Aber bleib hier mal hoch, nehmen Sie mal meine Hand. Der Zelttag voll mit Kollegen. Dann nehmen Sie mal hier auf dem Bett Platz. Oder am besten an der Bank hinten, nicht auf dem Bett. Überall an der Wand, dann sind Sie ein bisschen mehr geschützt. Danke schön. Können Sie uns irgendwas über die Person mitteilen? Bewaffnet, gefährlich, skrupellos. Okay. Gut, meine Kollegen stehen unter schwerem Beschuss draußen. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Grün, doch an... Ich kann den Text nicht mehr. Und was haben Sie angestellt? Wen haben Sie verärgert? Wen haben Sie Probleme? Können Sie da ein bisschen mehr zu... Ich habe den WoW-Server gehackt, jetzt sind die sauer. Das sind solche Internet-Rambos, die keine Internet-Rambos sind, sondern sagen, richtige. Wollen wir sagen, dass das WoW-Spieler sind? Horde oder Allianz? Allianz. Ach du Scheiße, ja gut, ich bin Horde. Dann haben Sie dann ist das jetzt was Persönliches, Officer. Dann ist das jetzt hier was Gottverdammtes, Gottverdammt Persönliches. Jetzt gehen zwischen Sie uns beiden? Und nein, da draußen. Erschießen Sie die verfickten Allianz oder, Leute. Oder bei Laser an die Deckung. Ah, ja. Wissen Sie, wie viele das sind? Was für Ressourcen das die haben? Das weiß ich nicht. Sie haben eine Menge. Das eine Mal haben mich mit 31 Leuten erwischt. Warten Sie, bitte? Gelb gekleidet, zwei Busse. Das waren 30, 31, 32. Gut, wir sind mehr. Nun ja. Ja, aber Sie haben recht, das ist natürlich keine feine Geschichte. Wie gesagt, das sind nicht nur Internet-Rambos, das sind richtige Rambos. Ja, das kriegen wir gerade mit, tatsächlich. Die haben auch so ein rotes Stirnband und die haben Flakgeschütze und sowas. Rotes Stirnband. Ja, das sind echt... Breakouts, Info für alle Kollegen, achten Sie mal auf Personen mit roten Stirnbändern. Laut Herrn Laser tragen die so rote Stirnbänder. Ich glaube, sie werden momentan keinen sicheren Ort haben als dieses Gebäude. Das hoffe ich. Helm und Weste tragen sie ja bereits. Was wir machen könnten vielleicht, wenn sich die Lage ein bisschen beruhigt, ich habe noch einen Undercover-Outfit dabei, ich bin ja Drogenfahnder. Wir könnten sie umziehen, maskieren. Nein, Fahnder. Irrelevant. Ich könnte ihnen meine Undercover-Kleidung später in die Hand drücken, eine Maske, und dann könnten wir sie aus dem Hinterausgang in ein Undercover-Fahrzeug bringen und dann hier weg. Wenn das so ist, dann könnten wir das. Aber seien Sie sich jetzt sicher. Haben Sie eine Idee, warum meine Kollegen SMS bekommen und wissen, dass sie bei uns, also weil bei sie ihnen sich ist? Reinhacken. Das sind Hacker, das sind hochprofessionelle okay. Genies. Andere Frage. Kennen Sie sich damit ein bisschen aus? Ja. Keine Ahnung von. Okay, ja. Wie genau funktioniert das? Wenn Geräte ausschalten, also wenn jetzt ein Funkgerät eingeschaltet ist, aber nicht benutzt wird, kann man doch trotzdem mithören? Oder muss die Taste gedrückt werden, um mitzuhören? Wissen Sie das? Nun, das kommt drauf an, wie weit fortgeschritten Sie sind. Also wird das nur durch Ihre Funkgeräte aufgezeichnet? Gibt es zum Beispiel keine Server oder sowas, die das alles abspeichern, um nochmal jetzt, wenn man irgendwelche Fragen offen hat, sich die Dinger nochmal anhören zu können oder so? Negativ. Dann würde ich auf jeden Fall raten, dass Sie, wenn Sie wirklich Kommunikation brauchen, sich aufs Äußerste beschränken und die Handys nicht verwenden. Warten Sie, dann mache ich mal kurz mein Funkgerät aus, dann können wir weiter miteinander sprechen. Handy habe ich wieder ausgeschaltet. Funkgerät ist auch, das sind wir quasi ohne Kommunikationsmöglichkeiten hier in der Zelle. Also nochmal, Sie glauben also, selbst Funkgeräte, die eingeschaltet sind, aber nicht benutzt werden, selbst die können im Zweifel abgehorcht werden. Das ist nach diesem Bring Your Own Device mit Prinzip. Kennen Sie das? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall ist es wichtig, dass Sie halt alle Devices, die Sie haben,
wirklich sicher bei sich hatten und niemals jemandem in die Hände gedrückt haben. Das ist schon mal Fall Nummer 1. Na, beim Handy bin ich sehr, da bin ich so richtiger Allmann. Okay. So, wie siehst du mit ihrer Data Loss Prevention aus? Keine Ahnung. Die Disaster Recovery? Boah, die ist hoch. Okay, also haben Sie auf Ihrem, auf Ihren Servern, haben Sie da Festplattenverschlüsselungen? Die sind verschlüsselt, so positiv. Okay, also eine gute Firewall, ja? Nichts mit Filesharing etc.? Nein. Okay, sehr gut. Dann nehme ich an, dass Sie das über Sie meinen die PD-Server sicherlich, ne? Also ja, nicht meine privaten Server. Nein. Gut, die haben Sie jetzt auch wahrscheinlich. Also. Ja, Kollegen, Info. Halt, warte mal kurz, bevor ihr spricht. Einmal kurz eine Info für euch. Alle Kollegen, die mit ihm reden, machen ihr Funkgerät aus und ihr Handy. Das ist trotzdem abhörbar laut Herrn Laser. Ich werde euch sagen, was das ist. Ich kann's mir denken. Es ist das Intrusion Detection System. Das IDS. Darüber Herr lassen Sie das laufen. Folgen Sie uns mal trotzdem, Herr Laser. Gut. Glaube nicht. Fuck. Dass sie zu äußersten Mitteln greifen, das war mir ja bewusst, aber in diesem Ausmaß, dass sie sogar euch angreifen. Haben sie dann genug zu essen und zu trinken, Herr Laser? Das habe ich. Gut, dann kommen sie erstmal hier rein. Ja, kann man zumachen, gut. Wir müssen trotzdem eigentlich, wir bekommen hier drin nichts mit. Der Laser muss jetzt einfach seinen Mund halten und wir müssen unsere Funkgeräte wärmen machen. Wenn es da draußen Kasala gibt, bekommen wir nichts mit. Wir wissen nicht, wie tief die drin sind vielleicht schon. Eigentlich hast du recht, okay. Ist das actually Todeszimmer hier, ne? Na. Ich weiß nicht, inwiefern die Fenster kugelsicher sind. Die sind kugelsicher. Echt? Ja. Kannst du es ja gerne ausprobieren. Wissen wir, wo der... Achso, ja, ich bin schwierig zu reden. Ross, hast du einen Moment? Ja. Die nutzen jede Lücke im System, alles. Alles, was sie als notwendig empfinden, machen sie sich zunutze. Deswegen eine Frage. Atmen Sie? Ja, natürlich atme ich. Sind Sie von Luft abhängig? Ja, Sie doch auch. Scheiße! Wir haben keine Chance. Sie müssen mich irgendwo hinbringen, wo... Herr Laser, beruhigen Sie sich jetzt erstmal, bitte. So, ist Ihr Handy an? Mein Handy ist aus, Officer. Die ganze Zeit schon. Gut. Ich brauche eine Knarre. Nein. Die können wir Ihnen nicht aushändigen. Dann ein Taser. Auch Dienstwerkzeug können wir Ihnen auch nicht aushändigen. Nein! Einen Schlagstock, ein Messer, einen Tomahawk. Ich besitze keinen Schlagstock. Aus gutem Grund. Ein Tacker? Blocher? Guck mal, da steht ein Telefon. Ich brauche ein Geodreieck, eine Zirkel. Haben Sie einen Zirkel? Also, wir hatten eine Lampe, zwei Tassen, ein Telefon. Okay. Ist das in Ordnung? Ich frage Sie. Ich bin ein Genie, ich bin hochbegabt. Ist das in Ordnung, wenn ich aus diesen Gerätschaften einen nuklearen Sprengsatz bastel? Er dient nur zur Einschüchterung, nicht zum Einsatz. Wo kriegen Sie das Uran her? Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Alles, was ich brauche, ist hier. Deiner MacGyver, ja? Sie haben den Kaugummi vergessen. Den habe ich unten am Schuh kleben. Okay. Sind einige Leute beschossen worden? Geht's ihnen gut? Soweit ich das mitbekommen habe, ja. Im Zweifel haben wir Kollegen im Dienst, die erweiterte medizinische Ausbildung genossen haben. Schade, fuck. Die werden nicht ruhen, bis sie mich haben. Wir gehen über Leichen. Ja, dann müssen das mal den Kollegen und mir vorbei. Im Zweifel sind wir mehr. Und wenn sie danach gehen, könnten die auch einfach eine Rakete hier auf das PD schießen, dann wären wir alle weg. Naja. Ja, ich denke mal, so weit werden die nicht gehen, ne? Ich glaube schon. Aber wen haben sie denn verärgert, dass die so hinter ihnen her sind?
weiß nicht, irgendwelche Tryharder, Leute, die nicht locker lassen können, die sich dem, weiß nicht, dem, dem Digitalzeitalter aufgeopfert haben und alles über PCs laufen lassen. Haben so Leute irgendwas angestellt oder irgendwie in den letzten Tagen? Nein, nein, ich wurde nur kontaktiert vorhin, dass Björn wieder unterwegs ist und ich habe gesagt, ich soll mich bitte in Ruhe lassen. Ich hab höflich drum gebeten. Was wissen Sie denn über diesen Björn? Das ist ein Kollektiv, die bestehen aus Björn und Sven. Und diese Leute sind äußerst gefährlich und hoch qualifizierte Hacker. Und sie versuchen, da wir mal miteinander zu tun hatten, versuchen nämlich auszuschalten, weil ich auch ein Hacker bin. Ich benutze eigentlich den Begriff nicht so gern, aber ich kann Ihnen die Backdoor öffnen. Ich bin der die Backdoor öffnet. Gehörten Sie denn zu diesem Kollektiv? Nein, nicht direkt. Als Sie den dunklen Pfad eingeschlagen haben, habe ich mich von denen getrennt. Distanz. Hey, Raven. Wir könnten immer noch die 30k einstecken und durchziehen. Ich schwöre Ihnen, mit dieser Lampe, ne, könnte ich in drei Knochen brechen. Mit einem Hieb. Wollen Sie das? Das werden mehr Erdglasknochen. Hm. Was heißt denn hier Glasknochen? Wenn hier einer Glasknochen hat, dann bist du das, du Opa. Wert eines Menschen 30.000 wert? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich hoffe nicht. Haben wir nicht Neid geschworen? Ja, schon. Sie machen hier ihre Sätze, aber sie wissen nicht, wie die Skalierbarkeit aussieht. Diese Leute haben immer das Wissen, alles und jeden irgendwie angreifen zu können. Ja gut, aber es scheint mir ja eher so, dass diese Leute irgendwie feige hinter irgendeinem Rechner sitzen und andere Leute dafür anheuern. Nun, und wir stehen hier gerade feige in einem Verhörzimmer, eingeschlossen. Sind wir denn besser? Na, die Frage ist, wer ist der größere Narr? Der Narr oder der dem Narr folgt? Nun. Der größte Narr in dieser Geschichte ist immer noch Lisa. Wer ist Lisa? Lisa ist eine dumme Slut. Die Eule, die uns für $600 überwiesen hat. Deshalb ist sie doof, weil die ihnen Geld überwiesen hat? Sie ist doof, weil sie mir danach ins Gesicht geschlagen hat. Nein, wenn haben sie für $600 bekommen. Ich habe mich schon für weniger Geld schlagen lassen. Damit ist Gewalt niemals zu rechtfertigen, Gentlemen. Sie und ihr hässlicher Freund. Da haben sich zwei gefunden. Müllsack und Mülltonne. Und beide stinken die ab. Die stinken. Meinen Sie gerade, das ist die beste Idee, jetzt die Leute, die sich für Sie in die Schusslinie werfen, zu beleidigen? Sie haben sich nicht für mich in die Schusslinie geworfen. Wir würden es aber tun. Also bis gerade eben. Ach so, zumindest. Nein, sie meine ich doch nicht. Ich meine Lisa und ihren hässlichen Freund. Mann. Ach so. Okay, kommen wir nochmal auf Lisa zurück. Also die hat ihnen Geld überwiesen und danach hat sie geschlagen. Die Musik. Ja, ganz genau. Ich habe mich bedankt und dann hat sie gesagt, hey. Dann hat sie mir so verschwitzt in meine Richtung gegrinst und ich habe mich wieder umgedreht, weil ich mich eigentlich schon von ihr entfernt habe. Und als ich. Ja, und die dann sein Fetisch. Als ich dann mich genau umdrehen wollte, da flog schon die Faust und hat sie gesagt, haha, du denkst wohl, dass es im Leben immer etwas umsonst gibt? Das ist nie der Fall. Jeder will immer irgendwas. Und ich will deine körperliche Unversehrtheit. Du Wichser. Und hat sie auf mich eingeschlagen. Die Kranke. Ach Gott, aber ich dachte immer, dass Frauen bezahlt werden dafür, dass sie einschlagen dann. Ich hasse Lisa. Sie hätte in Australien bleiben sollen. Okay. Ich stelle da keine Fragen mehr zu. Ja, ich habe Nanami versprochen, mir passiert nichts übers Wochenende. Aber wir rufen nicht Meditrust, wenn was passiert, ne? Wir rufen auf jeden Fall Meditrust. Ging nicht um. Es könnte sein, dass der FIB-Agent schon längst tot ist. Ach, ich denke nicht. Aber wir sollten vielleicht das FIB nochmal informieren. Ja, hat keine Kapazitäten, das ist ein Trainee da. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, das ist übrigens auch eine Ex-Kollegin. Keine Kapazitäten haben auch tote Leute. Wer ist denn das? Agent Knox. Ah. Und laufen Sie eigentlich noch mit alter Weste durch die Gegend?
Weil ich mich hier hab zuteilen lassen zu dem Kollegen Crow und meine hab oben liegen lassen und da ich zufälligerweise, warum auch immer, hier noch zwei im Schrank hatte, dachte ich, ich lieber eine alte als keine. Natürlich. Ich hätte noch eine Marshall-Weste. Doch. Okay, egal. Herr Laser? Mhm. Warum sind die Herren so sauer auf Sie? Oder Damen? Oder, naja, die... Weil er ihren WoW-Server gehackt hat. Ja, ich super. Und jetzt bitte die Wahrheit, danke. Ja, doch, das sind machtgierige Leute, die... Ich meine das ernst, die... Die Leute wollen sie tot sehen, wenn sie Pech haben, ne? Das ist hier nichts mehr mit irgendeinem Spiel oder so ein Scheiß. Haben sie mal schon... Sie haben nicht Thunder Fury gelöscht bei denen, oder? Ich habe einfach alles runtergefahren und die waren gerade in einem Raid. Ja, super, das ist für mich jetzt auch kein Grund, irgendwie einen Menschen zu töten. Ja, gut. War da Roy Jenkins dabei? Ich meine, kennen Sie die Chats von League of Legends, wenn sie in einem Match sind? Da werden öfter Mütter gefickt. Ja, sehen Sie? Richtig. Und diese Leute sind einfach die 1%, die das wirklich, wirklich umsetzen und nicht nur labern. Der kleine Bruchteil. Ja gut, aber wir waren ja hier gerade bei Björn und wie ist der letzte? Nein, Sven, ne? Björn und Sven. Ja. Natürlich, okay. Weiter? Ja, dieses Björn-Kollektiv, die das Kopfgeld ausgesetzt haben. Ja. Gab es da nicht mal so ein Weasel-News-Beitrag über die? Ja, richtig. Die haben auch zu Stromausfälle gesorgt und vorhin auch. Die haben die Ampeln ausgeschaltet und so. Ja. Ja, mein Gott. Ich leg auch Leute um, wenn sie mir auf dem Video spielen auf den Sack gehen. Ja, aber meistens virtuell. Hey, hast du in letzter Zeit schon mal irgendwie Warzone oder so gespielt? Da werden auch öfter Mütter gefickt. Das ist mir scheißegal. Was spielt ihr für Spiele? Keine Ahnung. Ja. Da. Ich bin dafür wahrscheinlich schon zu alt, um das so noch an mich ranzulassen. Deshalb spiele ich solitär, ne? Da wirst du nämlich nicht beleidigt. Weil du ein alter Mann bist Rentner. Wie sieht das aus? Wie ist dieser Björn zu rechtfertigen? Ja, hat er doch recht, ist ein Rentner. Achso, ja, da recht. Mein Kollege sagt dasselbe wie ich, also 2-1, du bist ein Rentner. Nächste Woche 24 und die nennen mich Rentner. Also herrlich. Ich hoffe, die werden alle erschossen heute. Ich auch? Ich hoffe, die sterben alle. Bei dem Angriff hier. Sieht man, dass du sehr gelebt hast. Ja, lass mal weg. Wir haben sonst nichts gemacht, nicht provoziert, Herr Laser, gar nichts. Ich geh mal hier vor die Tür. Nein, nichts. Jetzt Kontakt mit den Personen. Dann ich habe heute, ja, denen. Und ich hab sie gebeten, dass sie mich bitte in Ruhe lassen sollen. Was war das für ein Kontakt? Wie haben Sie gebeten? Ja, was für eine SMS? Können Sie das mal vorlesen? Ich habe mein Handy leider ausgeschaltet. Das Handy soll ja auch sein, weil selbst... Ich stand gerade 20 Sekunden dabei und habe eine SMS bekommen, dass ich neben ihm stehe. Ja, meinst du es die ganze Zeit auch, sobald ich mich ihn ja. Ja, genau, meinst du auch. Ja, und dann hat der Laser eine SMS bekommen, dass er sich von den drei Bäumen fernhalten soll. Und dann wurden ihm auch noch die Namen der Officer genannt, die bei ihm stehen. Und es sind Schüsse gefallen. Nicht nur einer, richtig. Ja. Haben Sie recht. Haben Sie die Leute, die Lage entschärfen können? Ist das alles wieder safe? Wir haben keine Funkgeräte, wir haben komplett alles in den Punkt, keine Ahnung. Oh Mann. Wir vom BC alles am PD wechselt im PD2 für euch. Ich hab Funkgerät komplett. Ich hab Funkgerät aus hier drin. Funkgerät und Handy hier drin bei ihm. Dass sie nichts mitbekommen. Ja, wir sitzen in der Falle. Wenn hier wer vor der Tür steht, der hier nicht hin soll, bekommen wir es nicht mit. Ja. Ja, eine Idee war ja, dass ich glaube, ich habe hier noch eine alte Uniform liegen oder so. Ihn einkleiden und dann hier wegbringen. Aber die Frage ist, wohin? Ja, er müsste dann sich und auch. BCSO ist keine Option, Assi-Kamera wäre keine Option. Nee. Er sitzt schon neben dem FIB Tower im sichersten Gebäude der Stadt. Das Gebäude hier ist erst einmal geradet worden. Ja, und das auch. Ja, da war ich bei. Wurde auch nicht sonderlich gut gemacht, tatsächlich. Haben wir auch zurückgeschlagen. Ja, gut, aber ich glaube, die wollten auch sterben, ne? War das nicht, weil die den Dude, den wir von denen hatten, in den Zellen umbringen wollten? Ist ja auch scheißegal. Ja, gehört jetzt nicht hin. Aber also, wie ist denn der Herr Bern? Also, kennen Sie den persönlich auch? Ja, nur durchs Internet immer.
Wir haben früher immer gespielt, aber nee. Also waren sie so. Mit dem nicht mal Kaffee trinken und so. Was nee. Haben wissen Sie von Bewaffnungen, die der Herr hat? AKs. Haben wir über Waffen gesprochen? Die haben mich schon mal in so eine Hacienda entführt und auf einer Insel und dann hatten die alle AKs und gelbe T-Shirts. Gelbe T-Shirts? Ja. Okay. Oder Hemden. Und auf einer Insel. Ja, noch ja. Was, noch mehr wie AKs? Wie irgendwas anderes bekannt? Schon Schusswaffen? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass die auch einen Helikopter und so haben. Okay. Ja. Was für ein Helikopter? Eins, das fliegt. Ja, das... Ja, so ein PD-Helikopter oder eher so ein, den der Sams fliegt oder... Oder was Kleineres. So was wie Whitewater fliegt zum Kleinen. Ich glaube, handlich. Also eher klein, nicht riesig. Also sowas wie, also ja, also sowas wie Whitewater fliegt. Ja, was ist das? Ein Buzzard, ne? Ja, Buzzard oder ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Oh, weiß nicht. Maverick wird es nicht sein, der ist schon relativ groß. Ich hab nie auch Geschütze dran, ich bin mir nicht mehr sicher. Bitte was? Haben die Geschütze an dem Ding? Kann sein, weiß ich nicht mehr. Lenkraketen? Ja. Oh Mann. Die Information ist schon bekannt. Das ist eine alte Uniform, die du noch hast, oder wie? Von Dezember? Du musst einen Commander absegnen, wenn du jemanden eine Uniform gibst. Das kann er nicht. Das kann kein Schwein entscheiden. Wo willst du ihn denn hinbringen? Ja, hat er eine Uniform an. Das ist die Sache. Wohin? Wo bringen wir ihn hin? Und die nächste Sache ist, selbst wenn irgendwas ist und wir geben den jetzt die Uniform und hier stürmt jemand, was. Wie viele sind tot? Wie viele sind tot, ja? Sie rufen jetzt bitte einmal die Nummer an, die ich Ihnen durchgebe. Okay. Warte mal, geh mal von der Tür weg, damit sie rein kann. So. Okay. Gehen wir mal wieder zu. Ja, schießen Sie los. 3x5. 3x5. 704. Ja. 460. Sie bestätigen einmal, dass das Geld überwiesen worden ist. Machen Sie auf laut. Ja. Hallo, wer ist da? Björn und Sven. Ich soll bestätigen, dass das Geld überwiesen wurde. Du Wichser! Herr Laser. Bist du gerade gezwungen, das zu sagen? Ich werde nicht gezwungen, ich soll nur die Nachricht überbringen. Okay, schau auf dein Konto, unser Plan ging auf. Du bist ein verdammtes Genie. Das erklären Sie uns bitte. Herr Laser. Haben Sie noch was zu sagen, Herr Laser? Die Wichser. Ja, wir warten. Herr Laser, bevor Sie irgendwelche Äußerungen treffen, Sie haben hiermit das Recht zu schweigen, das Recht auf einen Anwalt und auf ein dreiminütiges privates Telefonat. In den Zellen. Bevor ich was sage, will ich meinen Anwalt in Anspruch nehmen, damit jedes Wort, was jetzt aus meinem Mund kommt, erstmal vorher durchdacht ist und ich nicht. Wer ist denn Ihr Anwalt? Ich habe keinen. Super. Also, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja? Wie hoch ist die Summe, die gerade auf Ihr Konto eingegangen ist? Ich will keine weiteren Äußerungen tätigen, solange kein Anwalt an meiner Seite ist. Dann gehen wir die Bank. Ich gebe uns einen Beschluss und wir gehen zur Bank. Das ist gar kein Problem. Ist nur mit Kosten verbunden für Sie tatsächlich. Das sind 5.839,69 $. Und wie stehen Sie zu den Herrn Björn und Sven? Ich habe mal eine andere Frage. Diese Summe. Haben wir noch die Kontonummer, an die das Geld überwiesen wurde? Ja, natürlich haben wir die. Sicherlich. Ja, können wir die bitte mit Johnny Lasers Kontonummer abgleichen? Nee, das wird nicht so gewesen. Ich denke, das wird über den Herrn Björn gegangen sein und dann auf ihn. Und er wird nur einen Teil abgekommen haben. Das ist genau der Betrag, der von denen gefordert wurde. Ja. Ja, dann haben wir auch das Geld wieder. Aber diese Summe. Hernandez für Crow. Warte mal, wie... Herr Laser. Was? Warte mal. Nee, also... Hä? Ich gehe mal ganz kurz eine Sergeant holen. $5.839,96 waren das jetzt, ja?
Ich muss mal nochmal schauen. Ah, nee. Nee, guck mal doch Handy drauf, guck mal drauf im Bildschirm. Geh mal hin, guck mal drauf. Nee. Das waren, ich hab mich vertan, das waren $5.08. Also kann beim DOJ auch einen Beschluss erwirken, dass wir einmal Rekordkarten einsehen. Okay, es war die Summe, die ich ihn vorher genannt hab. 5.839,69. Hm? So, und jetzt kommen wir nochmal auf den Anfang des Gesprächs zurück. Wie stehen Sie zu dem Herrn Björn und zu dem Herrn Sven? Wie gesagt, das ist das, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Ne? Ich möchte Ihr Verhältnis wissen. Zu den Herren. Das Verhältnis ist, freundschaftlich? Einer von ihnen Baldur's Gate gespielt, dann ploppt immer sowas oben wie: Björn, gefällt das gar nicht, was du gerade gemacht hast. Dieses Verhältnis ist ungefähr so. Ja, habe ich gespielt. Gut, das ist halt das, um es zusammenzufassen. Das, was ich mache, gefällt dir nicht und was die machen, gefällt mir nicht. Mhm. Na? Also ist ihre Gesinnung zu gutmütig für Björn, oder wie? Ja, mein moralischer Kompass zeigt noch in die richtige Richtung. Bei denen sieht das anders aus. Okay, würden Sie uns die Summe, die wir ausgestellt haben, da Sie ein sehr moralischer Mensch sind, uns zurückgeben? Nein. Eigentlich... Also moralisch gesehen wäre das jetzt der richtige Weg, wissen Sie? Wir müssen aber gucken, ob das Geld das gleiche ist, was Sie überwiesen haben. Denn wenn es eine andere Zahlung ist, kann es ja auch einfach nur ein verdammt großer Zufall gewesen sein. Ich kann Ihnen garantieren, dass die Summe identisch ist. Und wenn es nur ein Teil von der Summe ist, die wir überwiesen haben, ist es trotzdem, wenn das von dem Konto geht, wo wir hin überwiesen haben, nicht gut, moralisch gesehen, das Geld zu behalten. Das können Sie sicher zurückholen, aber das Geld, was ich bekommen habe, das ist ja... Wissen Sie, das ist wahrscheinlich von unserem Fondskonto für Kriegsweisen abgegangen. Ja? Können Sie dann mit diesem Gewissen leben, dass da jetzt Kinder, die ihre Eltern verloren haben, jetzt zu Ostern keine Geschenke bekommen. Weil die sich ganz halt kurz neue Eltern suchen. Ganz kurz, ja, ich muss zu Herrn Laser. Ich habe eine Anweisung, das ist auch auszuführen. Herr Laser. Ja? Moment, warten Sie einen Moment. Ah, ich glaube, er stellt noch einen. Einmal Karte auflegen, mit Grün bestätigen. Aber... Entschuldigen Sie, das ist unprofessionell, tut mir leid. Ich glaube, du musst ihm die Rechnung nochmal aufstellen. Ja. Und ich übernehme das nicht. Wenn das die Summe ist, zahle ich nicht. Ich zahle das nicht. Können Sie nochmal aufstellen? 9,6. Ja, ich war gerade dabei. Ich muss den Betrag, das ist ein Betrag, den tippt man nicht einfach mal schnell so. Das alles ist gut, ganz viel. Alles gut. So. Ja, wir haben auch nicht bezahlt. Ich weiß. Das leuchtet rot. Aus welchem Grund nicht? Weil wir erstmal anwaltlich prüfen müssen, ob das Geld das gleiche ist. Ich gebe hier einfach, das letzte Mal, als ich etwas gegeben habe, habe ich das auch nicht wieder zurückbekommen. Das ist mein Überwachungscomputer gewesen. Den vermisse ich, by the way, immer noch. Den haben wir Herr Laser. Herr Laser, wir haben da ein kleines Problem. Ja? Großes. Wir haben gerade das Gespräch mitgehört. Und so wie das klang, decken sie da unter einer Decke. Was? Hätten Sie Mittäterschaft wie genauso geahndet wie eine Straftat an sich? Ich und weiß. Wir haben immer noch eine Aussage von einer Dame von Landscape Gardening, die aussagt, dass sie vorhin schon nach Geld gefragt haben. Ja. Und die hat mir, aber sie mir in die Fresse geschlagen hat. Das ist Lisa. Herr Laser, ich möchte Sie auf Folgendes aufmerksam machen. Wir haben da oben einen Officer, der angeschossen worden ist. Ja. Wo es auch mal eine gefährliche Körperverletzung ist und vielleicht sogar um eine versuchte Tötung geht. Wenn Sie das mit dem Herrn was zu tun haben. Wissen Sie, dass Sie da mit drin stecken, ne? Ich möchte... Dazu haben wir die Erpressung, das Vortäuschen einer Straftat. Alter! Die Nötigung, weil wir alle genötigt sind, uns hier im Gebäude aufzuhalten. Freiheitsberaubung. Was zum Fick? Ich bin Opfer, genauso wie Sie? Warum sind Sie denn jetzt auf einmal mir so negativ gesinnt? Nur weil ich Geld bekommen habe? Leider! Ja, das Geld ist meinen Kollegen zurückgeben. Wenn Sie mir absolut reines Gewissen hätten... Dann würden Sie das Geld ja jetzt zurücküberweisen. Ich bin selbst in Schulden und ich lasse das erst anwaltlich alles überprüfen, bevor ich irgendwelche Dinge mache. Kann ja sein, dass Sie sich dann selbst anstecken. Ihr moralischer Kompass ist vernünftig, wenn der Herr Ihnen eine Rechnung ausstellt. Richtig, dann aber nur weiß ich nicht, ob Sie halt auch mein moralischer Hafen sind. Kann ja sein, dass ich gerade mit Leuten zu tun habe, die selbst mit Björn unter einer Decke stecken. Vielleicht sind Sie ja, warten Sie mal. Björn und Sven?
Mhm. Wenn ihr einer Sven ist, bin ich Sven. Sehr gut. Sie, ihre Auffassungsgabe ist großartig. Nehmen wir die Hände hoch. Sie sind jetzt, ne? Die 30.000 lassen wir uns schmecken. Umdrehen Hände hoch. Das machen sie nicht. Das machen wir. Das machen sie cool nicht. Haben. Das ziehen sie nicht durch. Nee. Das ziehen sie nicht durch. Aber wissen Sie was? Dann nehmen Sie das an Spaß, nehmen Sie die Hände runter, meine Güte. Ach so, jetzt habe ich sie auch im Sack. Ich sag denen, dass sie mich ausliefern wollten und ich mich gewehrt habe. Und sollen dafür, wir denn, warum sollen wir sie denn ausliefern? Dann hätten sie keine Sheriff-Weste an, wenn sie sich hätten ausliefern wollen. Ja. Wir machen das so, Gentlemen. Dann hätten sie vor allem kein Unikat an Sheriff-Weste an, die sind so nicht mehr zu erwerben. Ich bin ein Freund von Bürokratie, das habe ich schon immer richtig geliebt. Und da das keine Privatgelder waren, sondern das Geld von der Stadt oder von einem Papier. Ja, wie gesagt, Kriegsweisen, ne? Die jetzt zu Ostern nichts bekommen, weil uns das Geld dafür fehlt. Da sind wir dann wieder bei ihrem moralischen Kompass. Nur ich bekomme auch nichts, ne? Da geht es nicht besser. Sie können damit leben, dass die kleine Jenny, ja, die sich so auf ihren neuen Teddybären gefreut hat, den jetzt nicht bekommt, weil sie ihren moralischen Kompass nochmal neu ausrichten müssen? Wegen der Bürokratie? Die kleine Jenny ist mir scheißegal. Ja, also doch, kein moralischer Kompass. Dann stecken sie wohl doch unter einer Decke mit den Herrschaften. Das haben sie ja gerade bewiesen. Glaub auch deinen Kindern die Zuckerwatte, oder? Dass sie das so behaupten, ist wirklich nicht nur anmaßend, sondern einfach eine falsche Verdächtigung. Dem SLPD gefällt diese Entscheidung absolut nicht, Herr Laser. Nun, mit ihm bin ich ja nicht in der Gruppe. Ja, fragen Sie sich mal, warum? Ich hab mal eine Frage. Wenn wir bei einer Geiselnahme Geld rausgeben, wollen wir das ja auch wieder haben. Dann ist das ja nicht geschenkt, sondern rausgegeben worden aufgrund der Erpressung. Es handelt sich hierbei um dieselben Gelder. Wir wissen, wo sie stecken. Nee. Ist es ein Grund, den Herrn Laser in Beugehaft zu nehmen? Nein. No. Das kann man abklären kurz. Ich will mit jemandem sprechen, der Anwalt ist oder so. Ich bin dafür, wir holen uns einen Richter. Ja, wir holen uns einen Richter. Ja, einen Moment. Mach mal, wir passen hier auf. Alles klar. Ja, halt ihn mal im Auge, ne? Ja.